Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir die Burg fertig gemacht, Morten besiegt und vorher auch den Secret Exit dieser Welt aktiviert. Und jetzt geht's weiter mit Level 3. Yoshi-Hügel. Yoshi-Hügel, nicht Yoshi. So. Ich freue mich schon auf das LP. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass, keine Ahnung, dass ich mich so ein bisschen dazu zwingen muss und dass ich später reinkomme, einfach, in das Spiel. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich wieder richtig Bock. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt habe. Ja gut, ich meine, ich hab's letzte Woche mal gespielt. Ja, müsste letzte Woche gewesen sein, aber halt auch nicht viel. So ein bisschen für zwischendurch gezockt. Mit anderen halt zusammen. Gibt's da schon die zweite Starcoin? Jo. Ja, so ein bisschen halt zwischendurch gezockt. Aber ist natürlich was anderes, wenn man das Spiel dann nochmal komplett durchspielt mit allen Starcoins, mit allen Exits und so weiter. Wenn man alles mitnimmt. Ach, shit. Ich dachte, ich könnte jetzt 3 absolen, aber nö. Schade. Deswegen ist nochmal was anderes, wenn man das ganze Game zockt, anstatt nur einen Teil davon. Deswegen freue ich mich schon extrem. Vor allem auf die späteren Level, die dann etwas schwerer werden. So, und jetzt ist die Frage, wo ist die dritte Starcoin? Die müsste eigentlich hier ganz in der Nähe sein. Ja, komm. Lass sie mal da runterfallen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es hier Pfeile gibt. Ah ja, zu Recht. Zu Recht. Weil diese Pfeile sind eigentlich immer ein gutes Indiz dafür, dass hier noch etwas anderes ist und nicht einfach nur der normale Weg. Das war eigentlich fast schon immer so. Kann ich hier nochmal einen abholen? Oh, das wird knapp. Nö. Schade. Aber hier gibt's es ab. Also, gar kein wirkliches Problem. Ich find's aber ein bisschen schade, dass es in dem neuen Teil so ist, dass man... Geht's hier weiter? Jo, Level 4. Dass man Yoshi nicht mitnehmen kann. Hey, ich bin ein Baby-Yoshi. Bestimmt weißt du, wo man Leckereien findet. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Ja, ja, das weiß ich tatsächlich. Du frisst ja sowieso alles. Und ich habe da so ein paar leckere, rumlaufende Pilze gesehen. Und diese leckeren Pflanzen hier, guck mal, die sind doch richtig gut, oder? Legendärer Moment. Oh mein Gott, ey. Das war mega dumm, Alter. Oh Mann. Ach, naja. Egal. Wie auch immer. Ja, ich weiß noch, dass ich irgendwas nicht zu Ende geführt habe. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Könnte sein, dass es das mit den Schildern war. Und wenn ja,
dann sei noch dazu gesagt, das war eigentlich schon ziemlich immer so ein Indiz dafür, dass noch irgendwo was ist in der Nähe. Und das sollte einen eigentlich immer nur ablenken. Als ob ich da jetzt nicht mal raufkomme. Boah, fast. Also, wenn wird's auf jeden Fall knapp. Ist jetzt aber auch dumm, dass ich den scheiß Baby-Yoshi verloren habe. Nein, ich wollte doch springen. Sorry, das muss mal eben sein. Fast. Komm, noch einen Versuch. Es kann's doch jetzt nicht sein, dass ich, nur weil ich den beschissenen Baby-Yoshi nicht mehr habe, bis an die Starcoin nicht rankomme. Mario, spring jetzt, verdammte Scheiße. Ey, komm schon, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das mein erster Tod war, aber wenn ja, dann wurde der auf jeden Fall instant bestraft. Aber so richtig. Was ein bisschen uncool ist, aber ich komme da nicht mal dran an dieses Ding. Ich komme einfach nicht mal dran. Das ist ein bisschen scheiße. Nee, ich komme einfach nicht mehr dran. Was soll denn der Scheiß, ne? Da muss ich diese scheiß Starcoin nachholen. Also das Rumgespiele lasse ich auf jeden Fall in Zukunft sein. Weil wenn dieser Quatsch hier nicht vernünftig funktioniert, mit diesen, Yoshi hat ja eigentlich diese Funktion, dass er Gegner auffressen kann, und das wollte ich einfach mal zeigen. Braucht man Yoshi für das ganze Level? Ja, komm, jetzt habe ich so lange da rumgespielt. Nein, ich dummer Vollidiot. Die Starcoin brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht einsammeln. Ich werde das Spiel, Quatsch, ich werde den Level einfach nochmal spielen und dann. Und dann ist auch gut. Moment mal, haben wir noch? Ja, haben wir. Let's go. Einfach mal aus Spaß aktiviere ich jetzt auch den Powerstern. Ja, es ist tatsächlich ein reines Baby-Yoshi-Level, aber es ist halt RIP, wenn man den instant verliert. Und dann auch hinterher gar keine Möglichkeit mehr hat, an den Rand zu kommen. Ja,
Ja, es wäre natürlich jetzt das Allergeilste, wenn ich auch noch die Eichelsuit verlieren würde. Aber nö, so blöd bin ich ja doch nicht. Let's go. Das waren alle drei. Und ab ins Ziel. Das lief doch gut. Oh, sorry nochmal für die langweilige Passage eben. Als ich da versucht habe, die ganze Zeit die Starcoin zu holen. Ich meine, ich hätte eigentlich... Ja, natürlich ist jetzt der Baby Yoshi wieder da, ne? Ach, fuck off, ne? Ich hätte direkt rausgehen und die Eichel nehmen sollen. Also, sorry. Tut mir leid. Weg mit dir. Sie dann nämlich direkt ein Secret. Aber es ist nur ein Münz-Secret, alles klar. Nichts von Bedeutung, aber wir haben die erste Starcoin und da bin ich sowas von reingesprungen. Holy shit, war das dumm. Egal, nehmen wir als Ersatz einfach die Feuerblumen mit. Moment mal, ist hier unten was? Nö. Okay, dann gehen wir mal weiter. Nehmen wir einfach als Ersatz die Feuerblumen mit und wer weiß, vielleicht brauchen wir die auch hinterher. Bei irgendwas, ja. Ja, kaum sag ich's, instant kommt so eine Stelle. Ja, hier braucht man die auf jeden Fall. Anders kommt man hier nicht durch. Also, hier wird auf jeden Fall vorausgesetzt, dass man die Feuerblume hat. Anders kann man die, glaube ich, gar nicht holen. Die Starcoin. Und es ist die zweite. Nice. Kommt weg hier. Ich hab's eilig. Zack. Auch weg mit dir. Dritte Starcoin. War jetzt auch nicht das Allerschwerste. Und ab ins Ziel. Oh, sogar mit Schnapszahl. Tausend Dank für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Eine Eisblume. Cool. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Alles klar, machen wir mal hier das One-Up-House. Das ist... Ach ja, stimmt. Ich dachte gerade, Moment mal, wir sind in der ersten Welt und ich habe doch schon mal so eins gemacht. Aber es war in Super Mario Tropical Freeze. Nicht hier. Ah, boah, war's knapp. Ja. Oh mein Gott, das war echt eine dumme Entscheidung. Sich da das Ding holen zu wollen. Na, ich habe schon meine Hand vom Controller genommen, weil ich dachte, es würden keine mehr kommen. Aber naja, 5 Stück ist in Ordnung. Ja, nice. Dann würde ich sagen, machen wir noch hier den Piranha-Pflanzenkampf, den wir ziemlich einfach machen können. Das hat gerade irgendwie komisch rumgespackt. Ich hoffe, das hat man nicht im Video gesehen.
Aber naja, kostenlosen Stern. Dankeschön. Weg mit dir, jawohl. Und jetzt geht's ins Castle. Lemmys Pendelfestung. Sogar mit Eichel. Cool. Ja, dann können wir ja so ein bisschen durchspeeden, weil viel Zeit haben wir nicht mehr wirklich. Und ich hoffe dann einfach mal, dass die ganzen Starcoins auf dem Weg sind. Dass man die alle so ziemlich gut sehen kann. Ja, okay. Ist das die zweite? Hallo. Ja, es ist die zweite. Nice. Und hier noch die roten Münzen. Einfach nur zur Vollständigkeit. Noch ein One-Up gegönnt. Ja, das so lässt sich doch leben. Zack. Und hier ist die dritte, ne? Ja, nice. Ja, mit Eichel-Suit ist das Ganze aber echt sehr einfach. Da gibt es keine wirkliche Challenge dabei. Aber sonst ist es auch nicht wirklich schwer. Man muss halt einfach da drüber springen über die Dinger, über die Hotheads. Das ein bisschen vernünftig timen, damit man dann nicht in die Lava reinrennt. Und das war's dann auch. Ich weiß gar nicht, hört man das hier, wenn ich so an Mikro rumspiele, an Mikro-Einstellungen? Weil manchmal, wenn ich mich irgendwie räuspern muss oder da niese oder was auch immer, dann schalte ich mich kurz stumm. Ich hoffe, es gibt kein unangenehmes Knackgeräusch in der Audiospur. Das wäre echt sehr ärgerlich. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Warum auch? Ich steuere das ja alles digital und nicht über so einen komischen Switch. Also sollte das keine Probleme machen. Ja, nice. Damit hätten wir dann die erste Welt vollständig abgeschlossen. Oder vollständig? Moment mal, gehört das Bonuslevel zur ersten Welt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, wir wollen speichern. Ja. Na gut. Das Bonuslevel hier hinten gehört anscheinend noch zur ersten Welt. Ja, komm, hau rein, Mario. Ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden. So. Das Bonuslevel hier hinten gehört zur ersten Welt anscheinend. Ja, Eichenhain Blooper. Okay. Blooper-Beschuss. Und damit geht's dann auch im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Und ciao.